gehen wir in Close to You. Ja, und auch bei dem Segeltörn kann es manchmal ganz schön turbulent zugehen, aber im Vertrauen auf eine höhere Kraft segelt es sich da manchmal etwas leichter. So manch einer oder eine würde das vielleicht mit allen Folgen beschreiben. Thank you.
keinen Kindern, heißt es. Und dieses Gedicht hat Isaiah Barnwell vertont und den Namen von Children gegeben. Dieses Lied wird nun von einem Teil des Chores gesungen. Unter anderem ist darin zu hören, ihr könnt ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken. Diese Haltung ihnen die Liebe ist selbst nach 100 Jahren noch absolut aktuell und erstrebenswert. Von der Erfahrung, dass uns jemand so richtig aufbaut und ermutigt, werden sie dann in dem modernen Evergreen You Raise Me Up. Und für die dritte Nummer in diesem Blog möchte ich gerne ein wenig ausholen. Meine Damen und Herren, ein Chor besteht ja nicht nur aus der Summe verschiedener Stimmen, sondern vor allem auch aus der gemeinsamen Motivation und sozusagen einem speziellen Esprit, wenn man so sagen will. Und vor allem auch der dazugehörigen Chorleitung. Uns dirigiert und leitet schon seit Anfang an, weil wir sind da sehr, sehr froh, Stefan Wester.
Mit zu klatschen, bei dem wird ganz besonders.